Für HFC-Trainer Sreto Ristić ist der Abend wie eine kleine Achterbahn der Gefühle. Erst zweimal Frust, dann zweimal Freude. Es war nicht so abgesprochen. In Zukunft kann ich darauf verzichten, aber ich glaube, dass wir heute auch gesehen haben, was in uns steckt. Ich sagte im Vorfeld, dass wir in der Lage sind, gegen jeden Gegner zu bestehen. Doch das sieht am Anfang überhaupt nicht so aus. Halle ohne den verletzten Kapitän Niedfeld, gestern erstmals unter Ristić mit einer Dreierkette und einem ersten fast missglückten Klärungsversuch. Jannis Vollert steht nicht optimal zum Ball, so wird daraus die erste Chance für Ferl nach 2 Minuten. Der Sportclub aktuell in der Tabelle 10 Punkte vor dem HFC im gesicherten Mittelfeld mit dem langen Einwurf. Und das ist Mael Korbos! Ferl führt nach 3 Minuten. Und ein Mini-Assist geht an Ferls Trainer Kniert, der den Ball schön trocken rubbelt. Ferl schon mit 4 Toren aus einem Einwurf heraus. Darauf hätte sich Halle einstellen müssen. Torge Petow visiert den Kollegen Meier an. Der verlängert in den Raum vorm 16er, dort sichert kein Hallenser ab. Der Schuss von Korbos noch minimal von Zazar abgefälscht. Gebhardt noch dran, der Ball aber drin. Die haben das drauf, das ist schon eine Waffe. Wir würden es auch gerne machen, aber haben niemanden, der 80 Meter Bälle wirft. Das ist okay, wir versuchen mit unseren Möglichkeiten, unser Spiel durchzuziehen und jeder macht das, was er am besten kann. Der HFC konnte unter Ristić bislang gut verteidigen, gestern aber ist davon anfangs nichts zu sehen. Gebhardt mit dem Foul an Tugbenio, Glück für Halle, hätte Elfmeter geben müssen. Mitch Kniets Team klar überlegen, aber Halle wehrt sich immerhin. Tunay Deniz hier allerdings nicht mit fairen Mitteln. Genau wie in Minute 22 Aaron Herzog, der für den gelb gesperrten Landgraf im defensiven Mittelfeld ran darf und anfangs überfordert ist. Der darauffolgende Freistoß, getreten von Nico Ochojski, und der segelt ins Tor. 2-0 Ferl und keiner ist an diesem Freistoß dran. Gebhardt sieht den Ball extrem spät, ist vielleicht auch irritiert von Bark, der hier mit dem Bein zum Ball gehen will. Ferl in der Folge weiter sehr bissig, stresst Halle permanent und holt sich so die Kugel. Und schaltet dann blitzschnell auf Offensive um. Tugbenio klug hinter die Abwehr. Gebhardt kann den Ball nicht festhalten. Krotowski und Reddemann passt auf. Er zusammen mit Zazar und Vollert in der Dreierkette, die in den ersten 30 Minuten große Probleme hat. Halle braucht mehr als eine halbe Stunde für den ersten zeigenswerten Vortrag über Erich Berko. Gegen 2. Schwupps vorbei. Unten winkt Tom Zimmerschied. Dahin kommt der Ball. Zimmerschied mit vollem Risiko und vollem Pech. Halles bester Torschütze mit 8 Treffern bislang. Erich Berko. Der Winterneuzugang wird immer wertvoller. Ein Top-Transfer von Halles scheidenden Sportdirektor Ralf Minge. Danach gehen erst einmal die Lichter teilweise aus. Ferl trägt aufgrund von Bauarbeiten im heimischen Stadion seine Heimspiele in Paderborn aus. Kurz vor der Pause. Halle nun etwas besser im Spiel. Zimmerschied. Der Klärungsversuch landet bei Kreuzer und der mit Übersicht für Tunay Deniz. Anschluss Halle. Deniz unter Ristić sofort in der Startelf mit viel Selbstvertrauen und toller Schusstechnik. Ferls Schlussmann Tiede hilft natürlich mit. Ein klarer Torwartfehler, aber wer schießt, wird manchmal eben auch belohnt. So, ich weiß, dass ich einen guten Schuss habe und die Jungs sagen halt immer, dass ich ein bisschen zu wenig schieße. Und ja, ich habe halt versucht, dann einfach irgendwie den Ball gut zu treffen, aufs Tor zu bringen. Ja, der Ball ist halt schmierig, es regnet und ich glaube, der Keeper versucht ihn noch festzuhalten. Aber ich glaube, der kam halt mit so einer Wucht, dass es schwer war, ihn festzuhalten. Er hätte ihn, glaube ich, wegfäusten müssen. Und ja, dass er halt drin war, war, glaube ich, gut für uns. Denn dieses Tor ist ein Wachmacher. Halle in Halbzeit 2 viel aktiver und mit deutlich mehr Power setzt Ferl besser unter Druck. Stöcker stolpert den Ball zu Deniz. Tunay Deniz! In Offenbach hatte er eine sehr erfolgreiche Zeit, war in 1,5 Jahren unter Sreto Ristić an 35 Toren beteiligt.
In Halle stehen bislang 6 Torbeteiligungen zu Buche. 54. Minute und der HFC zeigt feinen Kombinationsfußball. Berko. Zimmer schiebt, schirmt den Ball klug ab. Und dann schießt Ferls Otto Korbos an. Mikic klärt nicht konsequent. Und der bärenstarke Berko mit der Hereingabe. Zimmer schießt. Ausgleich Halle. Erich Berko mit der Vorlage. Bolücki verpasst und darauf spekuliert Zimmerschied, der am zweiten Pfosten geduldig wartet und dann überlegt mit der Innenseite abschließt. Tom Zimmerschied unverzichtbar für den HFC, doch sein Vertrag läuft aus. Beim HFC geht es jetzt erstmal darum, einen neuen Sportdirektor zu finden. Das entscheiden andere Personen, wer der Sportdirektor wird. Und wenn das klar ist, dann werden, denke ich, auch Gespräche geführt, aber aktuell finden noch keine statt. Eine Baustelle, die sie in Halle schnell schließen sollten, denn eine weitere Saison in Liga 3 ist nach den letzten Leistungen absolut realistisch. Am Ende hätte der HFC sogar noch gewinnen können. Mit dem 2:2 bleibt das Team unter Sreto Ristić aber weiter ungeschlagen. Unter dem neuen Trainer haben wir nochmal neues Leben, ist nochmal neues Leben durch die Mannschaft gegangen. Ich glaube, seitdem er hier ist, hatten wir noch keine normale Trainingswoche. Immer ist irgendwas passiert. Diese Woche ein bisschen was Ernsteres mit dem Autounfall. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir rücken noch enger zusammen, auch mit dem Ausfall jetzt von Jonas Niedfeld oder Landgraf, der heute gelb gesperrt war. Es schweißt uns alles noch enger zusammen und ich glaube, das sieht man auf dem Platz auch. Der HFC mit starken 8 Punkten aus den letzten 4 Spielen. Der Schnitt stimmt. Schon am Dienstag geht die Mission Klassenerhalt dann zu Hause weiter gegen Viktoria Köln.